Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Handelstag. Bevor wir einen Ausblick geben, nochmal auf gestern zurückkommend, ja, da ging es natürlich an den Märkten, vor allem in Deutschland, massiv nach unten. Wir haben die wichtige 11.000-Punkte-Marke unterschritten, zeitweise ein neues Tief im Bereich von 10.760 ausgebildet, also Katastrophe. Aber so schlecht sind die Aussichten nicht für den neuen Handelstag, und dann schauen wir auch gleich mal auf die Tafel von CNBC. Wir sehen den Dow im Minus, 0,3%, minus 79 Zähler, aber das ist nichts im Vergleich zu den 800 Punkten, die wir zeitweise im Minus notierten. Wir sehen sogar, dass der Nasdaq oder die Nasdaq sogar ins Plus gedreht hat mit 0,4%, was daran lag, dass die Schwergewichte im Index sich wieder gut entwickelt haben. Was war einer der Gründe? Neben dem verbilligten Niveau war es Jerome Powell, der Fed-Chef, der gesagt hat, dass man wahrscheinlich nicht so aggressiv im Zinserhöhungsmodus bleiben wird. Man wird aufgrund des starken Arbeitsmarktes wohl die Zinsen im Dezember erhöhen. Hier ist die Wahrscheinlichkeit, die im Markt gesehen wird, deutlich gestiegen. Da bitte ich die Regie, auf die Tafel von der CMI zu kommen. Hier sehen wir, dass die Wahrscheinlichkeit mittlerweile bei 76,6% gesehen wird. Gestern, also einen Tag vorher, waren es noch 70%, also ein deutlicher Anstieg. Und das spricht eben für eine Zinserhöhung im Dezember. Aber im nächsten Jahr, da rechnet der Markt nicht mehr mit dreien, sondern mit deutlich wenigern. Kommen wir zur Amazon-Aktie. Nee, erst zum Dow, Entschuldigung. Hier, wie gesagt, da sieht man nicht, dass der Dow gestern eben zwischenzeitlich mal hier im Bereich, das ist der Tageschart, ach, das ist der Tag, Entschuldigung, ich bin heute noch ein bisschen verschlafen. Hier waren wir um 17 Uhr im Bereich von 24.200 Zählern, geschlossen eben im Bereich von 24.900. Das nennt man mal ein starkes Intraday-Reversal. Hier nochmal der Jahreschart. Wir haben die Marke, dieses Tief hier, gehalten, sind zwar noch nicht über die 200-Tage-Linie zurück, aber ich sage mal zumindest auf kurze Sicht leichte Entspannungssignale. Der Aktionär ist noch short mit einem Produkt, aber dazu mehr an anderer Stelle. Wie gesagt, Amazon, gestern auch ein deutliches Intraday-Reversal. Wir waren bei 1.620 Dollar, haben dann im Bereich von 1.700 Dollar und damit auf der 200-Tage-Linie geschlossen. Über Amazon braucht man hier nicht viel verlieren. Wenn wir die Marke wieder erobern, geht es weiter nach oben. Das ist aber nur die kurze Sicht. Langfristig bleibt Amazon einer unserer Top-Favoriten. Und hier das am höchsten bewertete Unternehmen der Welt, Microsoft, das gleiche hier auch wie bei Amazon, eines der besten Unternehmen, die es am Aktienmarkt gibt. Hier würde ich auf jeden Fall langfristig investiert bleiben. Kommen wir auf den deutschen Markt erstmal, ja, zur Deutschen Bank. Was will man zu diesem Chart noch sagen? 7,83 Euro, ein neues Tief, ein neues Verkaufssignal mit dem Unterschreiten der 8-Euro-Marke, Razzia Nummer 100 zuletzt gesehen hier. Auch die Danske Bank sorgt für Ungemach. Was will ich sagen? Deutsche Bank, Finger weg. Hier nochmal eben der 3-Jahres-Chart. Da sieht man, dass hier keine Unterstützung mehr zu sehen ist auf dem Weg nach unten. Fresenius schafft die Mittelfristziele nicht. 2020, heute die Meldung heute Morgen, ja, die Aktie hat das Ganze schon vorweggenommen. Wir sind von 66 Euro mittlerweile bei 48 Euro. Auch hier ein neues Tief, ein neues Verkaufssignal. Hier hinten, da sehen wir es, das letzte Tief im Jahr 2016 einfach mal so locker flockig unterschritten. Also auch hier gilt das Gleiche wie für die Deutsche Bank. Vorerst mal kein Kauf. Daimler. Ja, das Joint Venture mit BMW im Bereich der E-Mobility wird erst nächstes Jahr kommen. Man sieht hier, dass wir auch hier ein neues Jahrestief gemacht haben gestern in dem schwachen Markt. Neues Verkaufssignal. Gestern Abend dann kurz vor Börsenschluss noch gesagt, in der Financial-Sparte wird der Gewinn deutlich geringer ausfallen als erwartet. Aber
für die gesamte Gruppe soll es unverändert bleiben. Deswegen muss man hier heute erstmal schauen, ob es wirklich weiter nach unten geht. Auch hier nochmal ein Blick auf den 3-Jahres-Chart. Und da sehen wir auch neues 3-Jahres-Tief. Es schaut also nicht gut aus, aber bei Daimler, da kann man so langsam mal vielleicht einen Fuß in die Tür stellen. Die Dividendenrendite liegt mittlerweile bei 7,6%. Immer unter der Annahme, dass die Dividenden auch bezahlt werden können. Aber davon gehen wir im Moment auf jeden Fall noch davon aus. Und aus meiner Sicht kann man da, wie gesagt, schon mal eine kleine Position, Anfangsposition eröffnen, wenn man da nicht schon investiert ist. Carl Zeiss Meditec, heute Morgen mit Zahlen, alle Erwartungen übertroffen, Dividende angehoben, wobei die im Bereich von Carl Zeiss Meditec keine Rolle spielt groß. 55 Cent will man zahlen, bei 66 Euro Kurs ist das nicht mal 1%. Aber wir sehen, dass wir die 200-Tage-Linie zurückerobert haben. Warum Carl Zeiss Meditec heute auch? Weil die Aktie zukünftig in den MDAX kommt, also ein neues Aushängeschild im MDAX. Die Carl Zeiss Meditec würde ich auch dabei bleiben bzw. investieren. Wir sehen hier kurzfristige Chancen im Bereich von 43, 44 Euro. So, jetzt habe ich genügend geredet. Jetzt schalten wir nach Frankfurt zu Patrick. Guten Morgen, wie war die Weihnachtsfeier gestern? Thomas, sie war gut, aber kurz für mich, denn ich musste ja um 4 Uhr wieder aufstehen. Aber wir sehen uns dann ja am 14. in Kulmbach, hoffe ich, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich bin dabei. Sehr gut. Bis dahin werde ich dir sagen, was die Vorgaben sind. Du hast ja schon über den Dow Jones gesprochen und dieses Comeback, das er Intraday hingelegt hat. Das wird natürlich ja auch beim DAX gewisse positive Spuren hinterlassen. Im Moment sieht es die vorbörsliche Indikation so, dass wir über der 10.900-Punkte-Marke in den Handel werden einsteigen können. Inwieweit wir vielleicht nochmal einen Anlauf versuchen Richtung 11.000 Punkte, ob wir dann da abprallen, das muss der weitere Handelsverlauf zeigen. Heute Nachmittag kommen ja dann noch ein paar Konjunkturdaten, das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan, als auch aus der Industrie heute Morgen aus Deutschland um 8 Uhr. Und dann haben wir ja dieses politische Thema der CDU-Vorsitz. Und je nachdem, wer es gewinnt, ist ja auch so ein bisschen das Thema Angela Merkel als Kanzlerin eines oder könnte eines werden. Also das ist hier auf jeden Fall eine Menge Musik drin. Die asiatischen Märkten haben auch ein bisschen den Druck, den Verkaufsdruck rausgenommen und tendieren nahezu alle unverändert bzw. leicht positiv. Also zum Ende der Woche heißt es durchschnaufen. Und wenn du mal überlegst, wir sind beim DAX gewesen am Montag bei 11.567, dann gestern bei 10.67. Das ist schon wirklich, also da musst du gute Nerven haben, gut angeschnallt sein bei diesen Bewegungen des Karussells. Da gebe ich dir vollkommen recht. Patrick, vielen Dank für deine kurze Analyse. Ja, der Tag verspricht wieder sehr spannend zu werden. Patrick hat es angesprochen, steht einiges auf der Agenda. Und deswegen verfolgen Sie uns hier bei der Aktionär TV. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag. Bis bald wieder. Tschüss.